Oder das Telefon klingelt und bevor man abhebt, weiß man schon genau, wer dran ist. Die einen nennen das den siebten Sinn, das Bauchgefühl oder nur Intuition. Ich werde heute einen unserer prominenten Gäste dazu bringen, selber etwas völlig Unerklärliches zu vollbringen. Und ich habe dazu die berühmteste Dame der Welt mitgebracht. Hier ist sie, Mona Lisa. Man kann erkennen, ja. Danke für den Applaus. Sie haben vielleicht gemerkt, es ist nicht das Original. Es ist ein Puzzle und es ist nicht komplett. Ein Teil fehlt. Ausgerechnet das Wichtigste, ihr magisch-mystisches Lächeln. Ich habe gleich einen Brief geschrieben an die Firma Ravensburger, von denen stammt dieses Puzzle, und gesagt, schicken Sie mir das Lächeln der Mona Lisa nach. Es kam dieser Karton mit allen 1000 Teilen und dabei lag ein Zettel. Viel Spaß beim Suchen. Und ich habe mir gedacht, es muss einen anderen Weg geben, das Lächeln herauszufinden, und den gibt es: weibliche Intuition. Ah, die Herren auf der Couch atmen schon auf. Zu Unrecht, ich hätte gerne Katharina und Eimann, bitte kommen Sie zu mir nach vorne. Katharina, hallo. Hallo. Hallo Eimann, hallo. Bitte auf diese Seite. Eimann, bitte hierher, direkt neben den Rahmen. Das ist Mona Lisa, aber ich glaube, Sie kennen sich bereits vom Sehen. Flüchtig. Ja, flüchtig. Ihre Aufgabe, Eimann, besteht jetzt nicht darin, weibliche Intuition zu zeigen, sondern Sie sind der Wissenschaftler. Sie müssen dafür sorgen, dass alles hier mit rechten Dingen zugeht. Bitte schauen Sie, dieser Karton ist original versiegelt. Sie können ihn schon mal öffnen. Entfernen Sie die Versiegelung. Darf ich die benutzen? Dürfen Sie benutzen. Dankeschön. Ja, dafür ist sie da. Wichtig ist auch, dass keine Fingerfertigkeit heute hier zur Anwendung kommt. Dafür sind Sie ganz nah dabei. Katharina, Ihr Part ist die weibliche Intuition. Ja, original versiegelt, dieser Karton enthält 1000 verschiedene Puzzleteile. Man sieht es schon vom Draufschauen, schauen Sie sich auch nochmal an. Die Teile sind unterschiedlich geformt und gefärbt. Es dauert unheimlich lange, dieses Puzzle zu puzzeln. Auf der Verpackung selbst steht 12 bis 99 Jahre. Aber, nein, nein, so lange brauchen wir nicht. Nein, nein, Sie müssen hier bleiben. Ja, 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 ja. Hat sie die weibliche Intuition verlassen gerade? Ja. Sie müssen mir helfen, das so zu finden. Gut, ja, ja, ja. 12 bis 99 Jahre brauchen wir allerdings nicht. Wir suchen nur das Lächeln. Und Sie sollen es nicht suchen, das ist der falsche Ausdruck. Sie sollen gleich Ihre weibliche Intuition verwenden. Bitte zunächst mal hier den Karton so festhalten, mit zwei Fingern, ganz, den Beutel ganz oben, jawohl. Achtung, nicht, dass ich die Finger erwische. Es sind schon genug Unfälle bei Stars auf Eis passiert. Tja. So, okay, das ist doch wunderbar. Katharina, Sie sollen sich jetzt im Verlauf voll auf Ihre weibliche Intuition verlassen. Bei allem, was jetzt kommt, sollen Sie sich konzentrieren, nur auf Ihre Gefühle. Schließen Sie kurz Ihre Augen und denken Sie in Gedanken an einen Moment, wo Sie etwas Unmögliches geschafft haben, was Sie am Anfang nicht für möglich gehalten haben. Denken Sie an diesen Moment und erinnern Sie sich daran zurück. Merken Sie sich das Gefühl, was Sie hatten, und das Selbstvertrauen, was Sie danach gefühlt haben. Versuchen Sie, dieses Gefühl jetzt im Hinterkopf zu behalten für die nächsten paar Minuten. Sie können Ihre Augen wieder öffnen. Sie sollen jetzt voll Ihren Gefühlen vertrauen, Ihrer Intuition. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie werden am Ende das richtige Teil in den Händen halten. Vertrauen Sie Ihrer weiblichen Intuition und keine Angst, ich bin ja auch da. Ich werde aber nichts anfassen. Wir beginnen, indem wir Teile aussortieren. Ich schütte Teile weg, so lange, bis Sie bitte intuitiv Stopp rufen. Stopp. Gut. Einige Teile haben wir noch drin. Ich möchte, dass Sie noch weiter aussortieren. Greifen Sie mit einer Hand, ohne zu schauen, rein. Nehmen Sie eine Handvoll Teile raus, richtig viel, und werfen Sie in den Karton. Ab jetzt möchte ich Sie bitten, machen wir es spannend. Nehmen Sie nur noch ein Teil nach dem anderen raus, schließen Sie Ihre Faust um dieses Teil und halten Sie es in die Richtung der Sitzecke. In der Faust halten. In Richtung von Christina. Hallo, Christina. Sie dürfen sitzen bleiben. Sie dürfen uns aber intuitive Hilfestellung leisten. Wenn Katharina einen Teil in Ihre Richtung hält, können Sie entweder intuitiv sagen, weiter. Das bedeutet für Sie, Katharina, dieses Teil fallen lassen und ein neues nehmen. So lange, bis sie Stopp ruft. Und dieses Teil dann bitte nicht fallen lassen, gut festhalten. Ich fasse das nicht mehr an. Das dürfen Sie dann selber ausprobieren. Das erste Teil, weiter oder Stopp? Weiter. Weiter. Ist auch ungewöhnlich, das erste nimmt nie jemand.
Weiter. Weiter. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Es wird funktionieren. Weiter. Weiter. Stopp. Stopp. An dieser Stelle, sind Sie sicher? Oder Sie können sagen, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mach doch noch mal weiter. Es ist Ihre Entscheidung. Doch noch mal weiter. Doch, stopp, stopp, nicht fallen lassen. Wir wollen gucken, ob diese Entscheidung richtig war oder falsch. Geben Sie dieses Teil an Eimann. Oh. Versuchen Sie dieses Teil. Ich fasse es nicht an. Würde das an die Stelle des Lächelns passen? Es passt nicht, weil da fehlt noch ein... Ja, farblich falsch und Form ist auch falsch. Werfen Sie es in den Karton. Katharina, weiter geht's. Nehmen Sie ein anderes. Weiter oder stopp? Weiter. Weiter, okay. Weiter. Sie können sich Zeit lassen, Leonardo da Vinci hat 14 Jahre an Mona Lisa gemalt. Stopp. Stopp, halten Sie es gut fest, Katharina. Ich berühre dieses Teil nicht. Gut festhalten. Wir machen die Gegenprobe. Einmal nehmen Sie einen Teil aus dem Karton heraus. Eins der Teile früher. Irgendeins. Versuchen Sie dieses Teil. Würde das an die Stelle des Lächelns passen? Ein Teil früher. Versuchen Sie es. Richtig gut versuchen. Keine Chance. Falsche Farbe, falsche Form. Werfen Sie es zurück. Nehmen Sie eins später raus, hier aus dem Beutel. Was danach gekommen wäre. Würde das passen? Auch hier keine Chance. Keine Chance. Zwei Zacken. Gehen Sie auf die andere Seite hinter Mona Lisa und beobachten Sie aus nächster Nähe, was jetzt passiert. Denn Katharina, das schönste Gefühl, wenn das letzte Teil einsetzt. Ich habe Ihr Puzzleteil nicht berührt. Sie halten es die ganze Zeit fest. Gehen Sie neben den Rahmen. Verdecken Sie es nicht. Versuchen Sie es mit spitzen Fingern einzusetzen. Und wenn es passt, sagen Sie bitte laut, ja, es passt. Drehen, drehen, drehen. Weil ich glaube schon, dass das passen müsste. Ich glaube das nicht. Passt, das gibt's nicht.